Mit Addio-Stalinismo wurde die Gründung der Partei der Europäischen Linken vor 5 Jahren in der italienischen Presse begrüßt. Die Linke steht gemeinsam mit anderen EL-Mitgliedsparteien für einen politischen Richtungswechsel in der Europäischen Union, für Demokratisierung in Wirtschaft und Gesellschaft. Spätestens mit der jetzt alle Gesellschaftsbereiche erfassenden Finanz- und Wirtschaftskrise ist das Vertrauen in radikale Marktversprechen und staatliche Bevormundung im Interesse neoliberaler Strategen zu Recht erschüttert. Ein friedliches Europa, direkte Demokratie, eine europäische Sozialunion und endlich konsequentes ökologisches Handeln verlangen den Dialog mit Bewegungen, Gewerkschaften, Kulturleuten, Wissenschaftlerinnen nicht von ungefähr. Fiel die Gründung der Partei der Europäischen Linken auf den 8. und 9. Mai. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Dies ist und bleibt für linke Politik im 21. Jahrhundert bindend. Deshalb sagen wir Nein zur NATO. Deshalb stehen die Linke und die EEL für kollektive Sicherheitsarchitektur, für Abrüstung, Demokratisierung der internationalen Politik auf der Grundlage der UNO-Charta und des Völkerrechts.